Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zu meiner Wickeltasche. Wir sind ja hier im Urlaub, also unser Urlaub liegt schon eine ganze Weile zurück, aber ich drehe das Video hier im Urlaub, weil ich ja die Wickeltasche hier fast wirklich jeden Tag brauche. Und da ist die jetzt auch so gepackt, wie ich sie haben möchte, haben muss, wenn wir unterwegs sind. Das ist dieselbe Wickeltasche, die ich damals auch schon bei Vincent hatte. Und zwar ist das diese hier, die ist von Baby Move. Die hatte ich mir damals auch so gewünscht und habe die von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und dann habe ich noch so ein kleines Wickelset, was ich so für den Notfall oder für kleinere Ausflüge habe. Und ich zeige euch jetzt einfach, was sich in der Tasche befindet und auch, was ich für die kleinen Wickelnotfälle manchmal mitnehme. Also der Inhalt meiner Wickeltasche. Das hier ist übrigens meine Mini-Wickelausrüstung. Die zeige ich euch gleich noch. Das hier ist also meine Wickeltasche von Baby Move. Hier in diesem Wärmebehältnis ist dann immer das entsprechende Fläschchen leer, eigentlich meistens, weil ich das frisch zusammenrühre. Diese Isoliertaschen, die isolieren überhaupt gar nicht, finde ich. Das ist auch nicht meine einzige. Ich habe noch eine andere und ich finde, warm halten tun die wirklich überhaupt gar nicht. Deswegen mache ich die Fläschchen immer frisch. Dann hier immer ein Ersatzschnulli mit dabei. So. Dann habe ich natürlich eine Thermoskanne. Das ist so eine kleinere, die passt hier super gut rein. Und hier habe ich halt immer heißes Wasser bzw. Fencheltee. Wir können das ja mal ein bisschen thematisch sortieren. Dann habe ich nämlich hier das entsprechende Lätzchen fürs Fläschchen geben und noch ein Mulltuch immer mit dabei. Hier von Baby Love habe ich so ein Milchpulverportionierer, ist super geil. Hatte ich bei Vince damals nicht. Ist eine klasse Erfindung, sollte jeder haben. Also in einen so ein Döschen kommt dann halt immer für eine Flasche das Milchpulver. Dann schraubt man das hier oben einfach auf das entsprechende Teil und kann das super simpel ins Fläschchen dann zu dem heißen Wasser dazugeben. Ist richtig, richtig genial und mehr als 3 Portionen braucht man auch wirklich nicht. So, dann können wir mal hier mit weitermachen. Das ist, glaube ich, von DM. Kleine Schaumschlägertasche, ist eigentlich so eine Kosmetiktasche für Kinder. Aber ich habe das gern alles ein bisschen kompakter, damit man das so einfach aus der Wickeltasche rausnehmen kann und dann alles parat hat, was man so braucht. Hier drin habe ich nämlich meine Feuchttücher. Ich mag das gerne, diese Probepackungen, die man manchmal bekommt, das jetzt hier zum Beispiel von Penaten, die sind immer so schön klein und dünn und damit perfekt für die Wickeltasche. Dann habe ich hier noch einmal von Nux solche Hygienetücher, wenn mal der Schnulli runterfällt oder so zum Beispiel. Dann entsprechend natürlich Windeln hier drin. Und dann habe ich noch hier hinten in so einem kleinen Täschchen, habe ich einmal von Penaten auch so ein Pröbchen, ist auch super für die Wickeltasche, eine Wundschutzcreme. Und nochmal von Penaten eine Intensivcreme für Gesicht und Körper. In meiner Wickeltasche sind halt auch ganz, ganz viele kleine Fächer, die benutze ich so eigentlich gar nicht. Hier in dem steht immer die Thermoskanne, dann habe ich immer noch Taschentücher mit dabei. Ein extra Mützchen, weil ich gerne auch mal Mützen verliere oder dann nicht weiß, wo ich sie hingepackt habe. Hier habe ich noch ein ganz, ganz tolles Stirnband auch mit drin. Dann habe ich immer so eine kleine Decke mit dabei, die war jetzt bei der Wickeltasche mit dabei. Ja, Decken braucht man immer. Eine Wickelunterlage habe ich mit dabei und einmal Wechselsachen. Und da nehme ich immer gern so ein Overall oder wie auch immer, weil man dann alles in einem hat. Also Oberteil und Hose gleich zusammen. Das wird auch leider nicht mehr lange passen, weil das ist nur eine 56. Das heißt, ich muss das jetzt aus der Wickeltasche so langsam rausnehmen, damit Svea das noch ein, zweimal anziehen kann, bevor es zu klein geworden ist. Und ein paar Söckchen habe ich auch noch mit dabei. Und dann war es das auch schon. Das ist wirklich so der Inhalt meiner Wickeltasche im Moment. Und dann habe ich, wie gesagt, das hier noch von Sagrotan. Das habe ich von der Hebamme bekommen. Das hatte ich bei Vince auch schon. Da war das allerdings blau und nicht so schön mit den Schmetterlingen, so schwarz-weiß.
Und das nehme ich, wie gesagt, mit wirklich nur zum Notfall, wenn ich den ganzen anderen Kladderadatsch nicht brauche. Wenn ich wirklich nur zum Notfall was zum Wickeln mit dabei haben möchte, wenn sie zum Beispiel sich eingekackert hat oder so. Wenn ich aber nichts für Fläschchen brauche oder irgend sowas, wenn wir wirklich nur kurz unterwegs sind und ich nicht die ganze Tasche mitschleppen möchte, dann nehme ich das hier mit. Und hier drin befindet sich nochmal eine Wickelunterlage. Theoretisch ist das ganze Teil auch schon eine Wickelunterlage. Ich finde es aber vom Material einfach nicht so schön. Und deswegen habe ich hier drin eine Wickelunterlage. Dann klappt man das Ganze hier auf und da habe ich halt eine Windel drin. Dann nochmal so ein ganz kleines Paketchen Feuchttücher von Bella Baby Happy. Ist auch toll, so eine kleine Probepackung bloß. Und dann habe ich hier nochmal in der Seite und zwar von Veleda Baby und Kind Kalendula eine Babycreme. Genau, das ist alles, was ich da drin habe. Mehr ist da wirklich nicht drin.